Hallo, hallo, willkommen hier beim Food Ninja auf dem Kanal. Food Ninja mal mobil und unterwegs sozusagen. Gerade beim Einkaufen habe ich das hier auf einem Werbeständer gesehen von der Firma Naughty. Das kenne ich gar nicht, scheint aus Dänemark zu sein. Und das sind Mini-Müsli-Riegel, also sehr kompakt und klein. Und da sollen 10 bis 12 Stück, das ist also auch nur so eine ungefähre Angabe, in der Packung sein. Und ja, dann. Beziehungsweise das ist hier in der Geschmacksrichtung Apple, Apfel. Gut, das teste ich dann gleich mal aus. So, und jetzt habe ich einen von diesen Riegeln. Ja, wie gesagt, die sind wirklich klein. Bevor ich loslege, erstmal grüße ich den Schreiner. Der hatte sich gewünscht, dass ich ihn mal in einem der Videos grüße. Also, hallo, ich grüße dich hier bei diesem Video und ja, ich hoffe, du hast auch weiterhin Spaß hier an meinen Videos und bei meinem Kanal. Also, liebe Grüße vom Food Ninja. Ja, also die sind wirklich sehr klein, wobei das gar nicht so schlecht ist. Das ist so ein gutes Taschenformat, finde ich. Gucken wir es mal an. Ja, okay, das ist fast so Bonbongröße, würde ich sagen. Hat hier so eine dicke Schokoladenunterschicht. Boah, sehr lecker. Das hat eine merkwürdige Konsistenz für einen Müsli-Riegel, finde ich. Es ist irgendwie weich. Das hat so ein bisschen was Pralinenartiges, was auch ganz gut zur Größe passen würde. Ich weiß gar nicht, wie ich das näher beschreiben soll. Also das ist, es ist schon fest, aber es ist sehr saftig, was mir sehr gut gefällt. Also nicht so dieses, was man manchmal hat, wenn man so ein Müsli-Riegel ist, dass das so staubtrocken ist, wo man sagt, oh, wo man dann wirklich merkt, oh, ich esse jetzt was Gesundes. Ja, so müsst ihr euch das vorstellen, irgendwie saftig. Dann die Schokolade kommt sehr gut zur Geltung. Und man, diese Süße entsteht dann durch den Apfelanteil. Das ist also eine andere Süße, nicht so eine künstliche Süße. Ja, irgendwo schon künstlich. Aber so ein fruchtiges Süß. Aber durchaus auch nicht zu süß, finde ich. Ja, und dann ist da was leicht Karamelliges. Ich weiß nämlich nicht, hier oben diese Schicht, die sieht auch so karamellartig aus. Könnte also sein. Ist wirklich lecker, muss ich sagen. Und ja gut, so das in groß wäre vielleicht auch nicht schlecht, aber diese pralinenartige Größe plus, dass es mich auch von der Konsistenz her an Pralinen erinnert hat, ist irgendwie ganz lustig. Wie gesagt, 10 bis 12 Stück sind in der Packung und die Packung hat tatsächlich nur 99 Cent gekostet, was ich sehr günstig finde. Ich weiß nicht, ob das dann so bleibt oder ob das dann später hochgeht. Es gab ja noch andere Sorten, aber diese Apfelsorte gefällt mir schon ganz gut. Ja. Okay, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da oder was auch immer, einen Kommentar gerne. Haut rein und dann bis bald, hoffe ich.